Hallo miteinander. Ich zeige euch jetzt, wie ihr auf ganz einfache Art und Weise eure eigenen Pflanzendünger machen könnt. Und zwar ohne Chemie und erst noch gratis. Das ist die Brennnesselgülle. Für das braucht man eigentlich ganz wenige Sachen. Zum Beispiel so einen Plastikkübel, wie ich hier einen habe. Natürlich wäre ganz schönes Holzfässchen, aber einfach kein Metall. Da habe ich gestern schon angefangen und tue jetzt die noch dazu. Das sollte etwa so 3/4 gut voll sein. So, jetzt füllen wir das auffüllen und zwar am besten mit Regenwasser, wenn ihr das habt, weil das ist schön weich. Und durchmischen. Und jetzt noch etwas Wichtiges, jetzt sollten wir sie zudecken. Der muss nicht wirklich passen, darf auch ja nicht luftdicht sein, weil es braucht Sauerstoff für den Gärungsprozess. So, an diesem Plätzchen hier habe ich vor ein paar Tagen schon eine angefangen, auch schön zudeckt. Und jetzt sieht man ganz schön, wie es hier schon schaumt. Täglich einmal gut umrühren, dass das Ganze auch schön belüftet wird. Es braucht etwa 2 Wochen, bis sie fertig ist. Da haben wir jetzt die Fertiggülle. Hat ganz einen feinen, intensiven Geschmack. Wegen dem Geschmack vielleicht noch ein Tipp. Ihr könnt Gesteinsmehl dazugeben. Und dann tut es etwas weniger stinken, weil das tut den Geruch binden. So, hier habe ich mein Regenfässchen. Da gehe ich jetzt gut Regenwasser füllen. Für die Gülle nicht drauf. Verhältnis 1 zu 10. Jetzt habe ich hier 5 Liter Kante. Das heisst, ich nehme hier also einen halben Liter. Und mit dem gieße ich jetzt stark zehrende Pflanzen. Gieße. Etwa so alle 2 Wochen einmal. Das macht starke Pflanzen und schützt sie auch noch gerade vor Schäden. Brennnesseln kann man übrigens sehr gut auch im eigenen Garten ziehen. Wie hier zum Beispiel ein schattiges Plätzchen mit nährstoffreichem Boden, was vielleicht auch noch ein bisschen feucht ist. Das ist perfekt. Aber auch die keinen Garten haben, können problemlos auch auf dem Balkon die Brennnesseln in ihr Kistchen ziehen. Brennnesseln findet man am Waldrand, ein bisschen im Halbschatten, auf feuchtem, nährstoffreichem Boden. Brennnesseln schneide ich immer mit meinem Sackmesser, das ich immer dabei habe. Weil die sollte man eigentlich nicht einfach ausrupfen. Wenn wir sie mit der Haut berühren, dann bricht an einem so einem Brennhaar die Spitze ab von dem Hörli vorne und jagt uns eine ganze Mischung von Histamin, Serotonin und Ameisensäure unter die Haut. Das klingt jetzt wahnsinnig gefährlich, ist es aber überhaupt nicht. Und diese Brennhaar, die braucht sie vor allem, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Und das muss sie auch. Denn sie ist eine Raupe vor der Pflanze, und zwar für bis zu 50 Schmetterlingsarten. Und das macht sie zu einer ganz wichtigen Pflanze für den Erhalt der Biodiversität. Da sehen wir jetzt gerade so eine Raupe. Könnte eventuell eine vom kleinen Fuchs sein. Aber eigentlich kenne ich jemanden, der sich mit Schmetterling und Raupen viel besser auskennt, nämlich Nicole Heimgartner-Lütti. Sie hat ganze Brennnesselfelder daheim. Die braucht sie für ihre Schmetterlingszucht. Alles im Garten ist ein richtiges Paradies für die Schmetterlinge. All diese wertvollen Inhaltsstoffe machen sie zu einer blutreinigenden, blutbildende, entschlackende Heilpflanze. Brennnessel ist übrigens auch ein richtig gehendes Superfood. Gerade wegen diesen vielen wertvollen Inhaltsstoffen. Man kann es gut nehmen in einen grünen Smoothie. Man kann aber auch das, was sehr geschätzt wird, eine feine Suppe daraus machen. Oder Brennnesselspinat. Was man auch machen kann, das zeige ich hier mit diesen langen. Man kann es, wie ich es hier gemacht habe, kann man es auch aufhängen. An einem luftigen, trockenen, schattigen Ort. So, da. Voilà. Den Tee machen wir, indem man jetzt das Siebli zum Beispiel ins Tasschen tut, die Spitze rein,
heißes Wasser drüber und 10 Minuten ziehen lassen. Ah, oh ja, übrigens, habt ihr gewusst, dass man aus den Brennnesselfasern noch bis ins 18. Jahrhundert hat Stoff gemacht hat? Erst im 19. Jahrhundert ist sie von der Baumwolle verdrängt worden.